Hallo, willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Channel. Wenn ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr das jetzt kostenlos machen. Einfach Abo da lassen. Ich freue mich. Der eine oder andere kennt's, bei diesem Tacho ist quasi das Display immer so blass. Man sieht überhaupt nichts mehr, wenn es warm wird. Ich zeige euch mal, welches ich meine. Und zwar dieses Display hier. Das ist bei den meisten auf der einen Seite nicht mehr hell und gar nichts. Man kann eigentlich gar nichts mehr erkennen, wenn es wärmer ist. So, und jetzt tauschen wir das Ganze hier. Das ist relativ einfach. Da muss man quasi bloß hier diese Klipse hier lösen und dann hat man schon das Teil offen. Und so, und dann ist das Teil schon offen. Auf der Unterseite sind auch noch zwei. So. So. Tada, und schon ist es offen. Dann nehmen wir das ab. Und ich habe mir so ein Display besorgt. Quasi, ich glaube, so um die 70 € gekostet. Aber man sieht halt wirklich auf dem Display nichts mehr. Ich habe gesagt, okay, komm, das tauschen wir schnell aus. Weil das ist keine Rocket Scientist, das zu machen. So, und dann müssen wir das hier so quasi rauslupfen. So, schon haben wir es draußen. Und dann sieht man, das ist bloß da eingesteckt da hinten. Dann müssen wir das quasi einmal auf der Seite und einmal auf der Seite ausklippen. So hier einfach so rausziehen. So. So, und dann müssen wir hier den mittleren Part hier. Dann muss man hier unten die zwei Klipse einfach runterdrücken und dann kann man das Display schon rausnehmen. Also ich habe das gekauft. Das ist jetzt keine Werbung. Nur, ah, da wäre noch eine Anleitung drin gewesen. Ja, das sind alle Schritte nochmal quasi drauf. Also das ist echt ein Geschäft von 10 Minuten. Das ist das Neue. Das ist das Alte. So, dann wieder die Blende drauf. Dann muss man es umdrehen. So, und dann wird das hier eingerastet. Kommt dann hier wieder drüber. Fertig. Also zum Rausholen braucht man dieses Tool hier. Da geht man quasi hier rein, dreht und kann die auslösen. So, jetzt muss man das da so reinfriemeln noch. So. Eingerastet, fertig. So, ich bin jetzt mal gespannt, wie das Display aussieht. Wie Sie sehen Sie gar nichts. Was ist das denn jetzt? So, ich habe das jetzt nochmal ausgebaut und dann nochmal verglichen. Und zwar, ich habe das jetzt falsch rum reingebaut. Dann waren die Kontaktstellen halt nicht da, also bei dem. Und deshalb hat das gerade nicht funktioniert. In der Anleitung steht es nicht drin. Da steht nur, da ist eine Folie. Und man muss mit dem alten halt vergleichen. Schon schwer, ich da gar nicht drauf kommen. Ich war schon dabei, das wieder einzupacken und zurückzuschicken und zu sagen, funktioniert nicht. Weil ich habe es hier quasi mit dieser glatten Fläche hier. Es gibt einmal so eine matte Fläche und einmal die Fläche hier. Und die Fläche hier, die ist quasi hinten, die glatte, und die matte Fläche ist quasi die Sichtfläche. Dann sind auch die Kontakte auf der Seite, wo sie sein sollen. Anders kann das ja nicht funktionieren. So, jetzt sieht das alles ganz anders aus. Beziehungsweise ich baue das jetzt nicht zusammen, sondern so zum Testen lasse ich das jetzt so zerlegt. Yes, und das Display ist wieder da, komplett. Richtig gute Geschichte. Jetzt sieht man richtig wieder alles. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Echt geil. So, eingerastet. Aha, ist das toll. Jetzt sieht es so richtig gut aus. Mega. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einfach ein Abo da. Und
Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Kakao.